Herzlich willkommen zu Folgen 5 und 6 vom Bachelor. Ich habe wieder das Gleiche an. Ich mache da nicht mehr mit. Ich habe mir überlegt, ich mache da nicht mehr mit. Dass ich immer das Gefühl habe, ich brauche ein neues Outfit für jede Folge. Muss ich immer was Neues präsentieren. Ich präsentiere euch doch schon neue Inhalte. Kann ich jetzt nicht immer noch das Outfit wechseln. Das Intro bleibt aber wie immer das Gleiche. Der Bachelor wählt heute eine Kandidatin zum Einzeldate aus. Ich würde ganz gerne eine von euch heute an einen traumhaften Ort entführen. Diese iPad-Videos, das ist für mich einfach, das liebe ich. Yolanda? Yolanda ist mal dran, bevor sie dann irgendwann rausgeschmissen wird. Oh, das ist jetzt fast schon ein Spoiler, aber ich finde, es gibt so Kandidatinnen, da weiß man, die nehmen wir mit für einen bestimmten Zeitpunkt, aber dann ist vorbei. Oh, weil ich doch gesagt habe, ich habe heute meine Periode, ich blute, ich habe auch noch klar, dass jetzt heute ist. Das wird und dann habe ich keine Zwiebeln gegessen. Ach, die Zwiebeln, die knallt sie sich jetzt noch rein vor dem Date. Natürlich, schmeckt. Aber es ist genauso eine Freude wie letzte Woche ja bei Lisa. Die hat ja auch keinen Bock aufs Date zu gehen. Yolanda hat auch keinen Bock. Leute, ihr müsst auch mal anfangen, die Zyklen mit einzuberechnen in eure Dates und euch zu sinken mit den Frauen, ja? Macht keinen Spaß, wenn er dich küssen möchte. Mach nicht sowas. Yolanda ist ja eine witzige Persona, aber beim Bachelor bitte weniger witzig sein, ja? Aber sei trotzdem auch bitte lustig. Also jetzt, ja, klar. Ich muss heute ernst sein. Ein bisschen lustig darf man sein, aber Frauen sind ja an sich auch nicht so wahnsinnig lustig, deswegen ist das für sie sicherlich gar kein Problem. Ich gehe da voll mit dem Flow. Klar, dass sie heute mit dem Flow geht. Das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Werbung für Periodenunterwäsche zu machen. Aber dafür müsst ihr mir bei Instagram folgen. Genau, hab mir nichts vorgenommen und versuch einfach authentisch zu sein und mir nicht zu viel Gedanken zu machen und jeden Moment zu genießen. Ich, wenn ich überlege, wie ich meine Insta-Stories mache, ich versuche einfach authentisch zu sein, mir nicht so viele Gedanken zu machen. Oh Gott, wie schön ist das denn? Ja, gefällt dir? Ja, richtig schön. Yolanda in einem sehr hellen Outfit, sehr mutig, aber die ist wahrscheinlich auch großer Periodenunterwäsche-Fan. 100%. Ich muss schon sagen, also ich habe im Vorfeld einfach an dieses Einzeldate sehr hohe Erwartungen gehabt. Wahrscheinlich höher als an jede andere Person. Du hast ja auch gemeint, du hast noch andere Seiten. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, vielleicht die eine oder andere heute kennenzulernen. Das ist ja auch immer perfekt, wenn man mit sehr hohen Erwartungen an was rangeht. Da kann man ja nur enttäuscht werden. Ich bin halt einfach so eine Actionfrau und ich bin lustig und ich bin humorvoll. Und es ist halt auch voll schwer, dann so die andere Seite zu zeigen. Aber ich dachte so, boah, ich würde mir voll in den Arsch beißen, wenn du halt nur diese witzige Yolanda kennenlernst. Es ist halt schwierig, ich kenne das, wenn man sehr, sehr, sehr witzig ist, da was anderes den Leuten zu zeigen. I don't know. Wenn du das sagst. Deswegen habe ich auch einen Podcast, da kann ich eine andere Seite zeigen, falls ihr den noch nicht kennt. Ich muss immer aufhören, die ganze Zeit Werbung für irgendwas zu machen. Hallo, es geht hier um den Bachelor. Hallo. Gucken wir gleich, wofür da Werbung gemacht wird. Weißt du, es ist einfach mit jedem, das sage ich ja. Weißt du, ich kann mit so vielen Leuten lachen und rumalbern und Scheiße bauen und eine gute Zeit haben, aber was hat denn Bedeutung, weißt du? Bedeutung und wie wenige Leute gibt es, wo ich wirklich sagen kann, ey, ich fühle mich scheiße, wo ich eine Träne vergieße. Was hat denn Bedeutung, weißt du? Bedeutung und wie ich weiß nicht, was mit Yolanda ist. Aber so richtig kaufe ich ihr ihre ganze Mimik nicht so hundertprozentig ab. Apropos Werbung, guck mal, was in der Villa los ist. Leider kann ich heute nicht mit allen von euch Zeit verbringen, daher hier ein kleiner Gruß von mir, Smiley-Face. Ich hoffe, ihr wünscht euch den Tag viel Spaß mit den Kokoletten. Kokoletten, das sind die Sandaletten von Batida de Coco. Warum ich die noch nicht zugeschickt bekommen habe. Bitte schickt sie mir nicht, meine Adresse ist hier eingeblendet. Carlo, da musst du jetzt einen Witz überlegen. Guck mal, da wirst du schon eingesperrt in so eine Villa. Darfst dann nicht mal Fernsehen gucken, hast kein Handy und dann musst du noch so Schlappen anziehen und dafür auch noch Werbung machen, unbezahlt? Das ist Ausbeutung. Die sind einfach bequem. Passt auch zu meinem Rosa hier. Und super zum Rumbatscheln, ja. Ja, spannend. Da war ich wirklich auch mal wieder am Handy. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Aber das ist bei mir so, wenn Werbung läuft, da schalte ich direkt ab. Also ich versuche, meine Gefühle so ein bisschen einzuordnen. Aber er löst gerade nicht die Gefühle hier bei mir aus, die ich mir gewünscht hätte. Giovanna, die hatte ja letztes Mal schon ein großes Gefühlschaos. Es geht weiter. Ja, ich habe Ultraheimweh. Ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse auch mein Zuhause, ich vermisse es, alleine zu sein. Wie ihr gesehen habt, Tammy hat jetzt endlich ihren wahren Namen bekannt gegeben, Tamara. Trotzdem geht's ihr nicht gut. Da hilft nur ein Lapdance. Nein, Leila! Das gehört zu jeder guten Bachelor-Sendung dazu. Das ist eins, was safe ist. Sie hat aus Reflex ihren Fuß gehoben und mit ihrem Fußnagel meine Nase zerkratzt.
Aua. So. Oh ja, ganz echt? Ja. Da muss ich immer dran denken, wie Michelle und Gigi bei Ex... Nee, welcher Sendung waren die zuallererst? Bei welcher Sendung war das? Ey, die waren bei so vielen Sendungen, ich weiß es nicht mehr. Ich muss immer dran denken, wie Michelle und Gigi bei irgendeiner Sendung war, wo sie ihre Nase gerade ganz frisch hatte und er die ganze Zeit irgendwie dagegen gekommen ist. Ich glaube, prominent getrennt oder so, kann das sein? Das war einfach nur, das hat mir so leid getan und das hat mir so weh getan. Jetzt wird es Zeit, hier die Krallen zu schneiden, das sage ich dir, Fräulein. Das sage ich auch immer zu meiner Tochter. Zurück aber zum Date. Yolanda und David sind inzwischen weitergezogen und sitzen im Pool. Ich persönlich kann mich bei dem Date nicht entspannen, weil ich die ganze Zeit nur hoffe, dass das mit der Periode alles gut geht. Also jetzt fängt es schon an, wo ich so sage, okay, ich bin einfach wegen dir hier und es ist nicht mehr wegen irgendwelchen Mädels und Haare. Aber am Anfang war es schon wegen mir Mädels. Alles mega harmonisch. Ne, wir tun uns nicht schwer, miteinander zu unterhalten. Das float einfach. Sorry, ich kann aber heute bei float einfach nichts anderes denken an ihren... Sorry, aber ich kann mich heute auch an nichts... Sorry, aber wenn ihr... Nee, ich kriege den Satz nicht. Mach ich nicht. Möchte ich auch nicht. Nee. Es float heute bei mir nicht. Nicht so wie bei Yolanda. Ich bin dann nicht so der Mensch, der dann so super das irgendwie aussprechen kann oder bla bla. Und für mich hat es schon auch eine große Bedeutung allein, dass ich mein Knie in deine Richtung drehe. Ja, so ein Knie ist voller Bedeutung. Oder jemanden auch zu füttern oder so. Und ne? Machst du ja auch nicht mit jedem. Nee, vor allem hassen das manche Leute auch sehr. Zu Recht. Also, du hast mich jetzt anders kennengelernt? Ja, auf jeden Fall. Macht das jetzt mehr Sinn oder vertieft das, was du schon gedacht hast? Oder ist jetzt so, wow. Nee, das bestätigt es schon. Er wird darin bestätigt, dass sie auch tatsächlich nicht nur lustig sein kann. Also es ist eh schon ein Wunder, dass sie als Frau lustig sein kann, aber dass sie dann auch noch andere Seiten hat. Also wirklich Dave? Er ist einfach von den Socken. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut mit Worten, aber me gusta más. Me gusta más, mir gefällt es immer besser. Spanisch 1. Nein, war wirklich schön. Schön, das freut mich. Jetzt mal Hauptmasse, jetzt auch noch so. Echt? Okay. Ja, aber du musst zulassen. Und da hat die sogar eine Überraschung. Möchtest du diese Rose annehmen, oder? Sehr, sehr gerne. Ja. Also es ist crazy, da prickelt's, da ist hier wirklich was los. Ich verstehe nicht, was jetzt dann in der nächsten Folge gleich passiert. Dann blickst du einfach nicht durch. Das ist wirklich so eine spannende Situation hier drin. Mhm. Das ist irgendwie auch so dieses Strange, weil man irgendwie ja, die Mädels trotzdem irgendwie... alle mag. Freut man sich ja dann auch, wenn irgendwer aufs Date geht, so. Ganz komisch, ganz eigenartige Situation. Tja, und Lisa bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Irgendwie passiert ja nichts. Und da kommen wir zu einem Thema, nämlich den wahnsinnig schlechten Quoten vom diesjährigen Bachelor. Diese Staffel vom Bachelor ist tatsächlich die schlechteste aller Zeiten. Sie hatte einen miserablen Auftakt und nach wie vor sehr schwächelnde Quoten. Beim Staffelstart diesen Jahres haben 1,57 Millionen Leute eingeschalten. Im Vergleich zum Wow-Bachelor Dominic waren das 2,13 Millionen. Also wirklich ein Einbruch um fast 25%. Und die Frage ist natürlich, woran könnte das liegen? Ich persönlich habe ja auch schon angemerkt, dass ich nicht so richtig Bock habe, den Bachelor zu kommentieren. Aber schauen wir mal, was wohl der Grund dafür sein könnte. Ich kann natürlich nur spekulieren. Spekulation 1 wäre natürlich der Shitstorm im Vorhinein, der ja durch seine Ex-Freundin Sarah Almoril ausgebrochen ist. Könnte natürlich dafür gesorgt haben, dass manche Leute ihn boykottieren. Ich persönlich glaube nicht, dass das so krasse Auswirkungen hat, einfach weil ich glaube, das war eine sehr bubbelige Angelegenheit. Das heißt, der klassische Bachelor-Zuschauende hat vielleicht davon überhaupt nichts mitbekommen. Also so einen dramatischen Einbruch kann ich mir nicht vorstellen, dass das diesen Shitstorm zugrunde liegt. These 2. Es liegt an dem Bachelor selbst. David macht sich eigentlich sehr verträglich, ist gebildet und reflektiert. Echt? Ja! Das ist mal was ganz Neues. Also er kommt nicht wirklich unsympathisch rüber. Man könnte denken, das wäre was Gutes, aber viele Leute schalten ja auch aus Antipathie in solche Formate ein, weil sie sogenanntes Hate-Watching betreiben, weil sie sich angucken wollen, was sie nicht an jemanden mögen. Und der, also viele schwierige Aussagen sind da noch nicht gefallen. All diese Sachen, die wir von anderen Bachelorn kennen, wie wow, die hat aber Kurven. Jesus Christ. Und wow, die hatten aber ein knappes Outfit.
Das kam sehr, sehr selten vor. Was sich aber tatsächlich feststellen lässt, ist, wenn man sich die Quoten anschaut, dass sie über die Jahre Schritt für Schritt schon zurückgegangen sind. Woran liegt das? Gibt es ein Überangebot an Reality-TV-Formaten? Ist der Markt einfach übersättigt oder liegt es tatsächlich an dem Format selbst? Natürlich gibt es alle möglichen Dating-Shows, aber die gibt es ja auch, weil die Nachfrage danach konstant eigentlich da ist. Der Bachelor als Format ist ja das absolute Urgestein aller Dating-Formate. Das kenne ich noch aus meiner Jugend, da war ich noch Jugendlicher. Und vielleicht ist es deshalb auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Bei vielen anderen Formaten ist es ja der Fall, dass es dann eine Auswahl gibt, dass es dann Konkurrenz gibt, dass man sich entscheiden kann, wen man nimmt. Ich muss Frauen kennenlernen! Und im Vergleich zum Bachelor gibt es dann halt den einen, um den dann viele andere kämpfen müssen, wo vielleicht das Interesse dann auch gar nicht mehr so groß ist. Und der Bachelor basiert damit halt auch auf einer sehr antiquierten Vorstellung, dass es diesen einen Traummann gibt, bei dem alle sofort in Ohnmacht fallen. Und die Konkurrenz, die dadurch entsteht, ist ja auch so ein bisschen künstlich und nicht wirklich realitätsnah. Was außerdem noch eine Schwierigkeit am Bachelor ist, es gibt eine Person, die ja das ganze Format tragen muss und deswegen steht und fällt dieses Format auch mit dieser einen Person. Bei zum Beispiel Eye of the One oder Too Hot to Handle ist es ja so, dass man sich dann auf verschiedene Couples, auf verschiedene Personen, Konstellationen pro Folge fokussieren kann. Also im Schnitt hat man dann viel mehr Auswahl. So, was war jetzt diese Woche wirklich spannend oder an diesem Tag? Und beim Bachelor musst du ja immer diese eine Storyline verfolgen. Klar kannst du mal hier kleine Abzweigungen machen, aber trotzdem steht und fällt alles mit dem Bachelor. Naja, und jetzt bei Staffel 13 ist das Format vielleicht auch einfach durchgespielt. Es werden immer die gleichen Rollen besetzt. Die eine steht dafür, die andere dafür. Das habe ich ja schon in den letzten Folgen beleuchtet. Es gibt immer die gleichen Dates, immer die gleichen Wendungen und krassen Sachen, die dann passieren. Aber alles ist sehr vorhersehbar, sowohl für die Teilnehmenden als natürlich auch für die Zuschauenden. Die TeilnehmerInnen wissen, worauf sie sich einlassen, was auf die zukommt und dadurch können sie natürlich sich dem ganzen Format auch so ein bisschen anpassen. Wir haben es ja mitbekommen, viele denken schon mit, was jetzt wohl als nächstes passiert, was da irgendwie noch kommen könnte und so weiter und so fort und können sich dann natürlich auch so anpassen an das Format, regelkonform verhalten, gucken, dass sie gut rüberkommen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt lohnt sich das Ganze nicht mal mehr für die KandidatInnen, um die große Influencerinnen-Karriere durchzumachen. Also früher war es ja schon so, dass man, wenn man Bachelor oder Bachelorette wurde, eine fette Reichweite dazugewinnen konnte. Beispiel wäre zum Beispiel Gerda Lewis. Jetzt ist es so, dass weder die KandidatInnen noch der Bachelor wirklich großen Zuwachs bei den Followern generieren können. Also ich habe es mir mal angeguckt. Im März ist der Bachelor gestartet und er hat jetzt knapp über 200.000 FollowerInnen und hat im März gerade mal 14.000 FollowerInnen plus gemacht. Bei einer Einschaltquote von 1,5 Millionen Menschen heißt es, dass nicht mal 1% der Zuschauenden dann auf den Account gegangen sind, um ihm zu folgen. Und sie kann sogar Mathematik. Was schon eine sehr geringe Rate ist. Das kann jetzt natürlich noch mehr werden mit der Zeit, aber irgendwie ist es schon eine sehr ernüchternde Bilanz, oder? Und was vielleicht auch eine Rolle spielt, warum sich die Leute nicht mehr dafür interessieren, ist, dass ja die Endkonstellationen oftmals gar nicht zu irgendwas führen. Das heißt, wir haben eine sehr langwierige Reise, wo sehr wenig passiert und am Ende haben wir dann ein Couple, die vielleicht noch ein paar Monate zusammen sind, vielleicht auch im Ausnahmefall mal ein bisschen länger, aber so richtig zufriedenstellend und aufregend ist das Ergebnis meistens nicht. Naja, aber bevor ich euch jetzt mit meinem Gelaber langweile, schauen wir weiter. Das Schöne ist, dass die TeilnehmerInnen sich in der Villa gar nicht mehr so doll langweilen müssen, die dürfen mittlerweile sogar lesen. Das ist mir sofort aufgefallen. Jeden Morgen habe ich da so verschiedene Bücher und die haben alle so einen verschiedenen Sinn. Alles andere würde ich wirklich langsam auch als Folter anstufen. Ein Buch, das ist mein Dankbarkeitsbuch und da schreibe ich 10 Sachen, wofür ich dankbar bin. Dankbarkeitsbuch. Dankbarkeitsbuch. Liebe Leute, die sehr viel und sehr oft Anführungsstriche in Momenten verwenden, in denen man sie gar nicht verwenden sollte. Today I don't feel like doing anything. Musikalisch sind die auch. Auch wenn ich ab und zu mal irgendwie was Nerviges höre. Sie ist voll in the zone. Dann denkt man sich, aber danke lieber Gott, dass ich Ohren habe, mit denen ich hören kann. Ich bin ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Aber da hört meine Dankbarkeit auf jeden Fall auf. Wir gucken aber jetzt mal zu Davids Schwester. Die ist nämlich extra aus den USA angereist. Es ist fast ein Jahr her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich freue mich einfach. So schön, dich zu sehen. Die sind ja Zwillinge, das heißt, sie haben nochmal eine ganz spezielle Bindung. Ich will ganz unvoreingenommen da reingehen. Vielleicht sehe ich ja auch was ganz anderes, was er vielleicht noch nicht gesehen hat, weil er da einfach vielleicht so ein bisschen blind schon ist. Mal gucken. Aber meine Schwestern oder meine Mutter was sagen, hat das Gewicht. Es hat immer Gewicht. Da ist natürlich die Frage, wie viel Mitspracherecht haben
Eltern, Geschwister bei der PartnerInnenwahl. Sehr, sehr gerne euren Take dazu in die Kommentare. Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen auf die psychische Verfassung einer Person drauf an. Das heißt, kann jemand wirklich ganz selbstlos sagen und mitentscheiden, was das Richtige für eine andere Person ist? Oder spielen da nicht immer die eigenen Präferenzen und Vorstellungen eine Rolle? Und sollten diese eine Rolle spielen? Also ich bin nicht in der Zwillingsthematik so toll drin, aber ich glaube schon, dass Zwillinge, dadurch, dass sie ja wirklich auch in der Mutter lange Zeit zusammen sind und man merkt es ja schon oft, dass die eine sehr enge Bindung haben, dass die da sich schon nochmal ein bisschen anders verstehen als andere Geschwister oder FreundInnen. Aber keine Ahnung, vielleicht wenn ihr Zwillinge seid, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe schon das Gefühl, dass die sich nochmal anders verstehen. Kann auch Scheiß aus dem Dankbarkeitstagebuch sein. Alyssa, Tammy, Yeti, Angelina, Xenia und Rebecca. Ich finde Tammys Reaktion an der Stelle ganz spannend. Sie wirkt so ein bisschen so, als ob sie sich schon überlegt, mache ich das Date noch mit oder nicht. Auf jeden Fall dürfen diese Frauen jetzt die Schwester kennenlernen. Puh, schwierig, weil ich ja so ein bisschen am Struggeln bin, ob das irgendwie so das Richtige ist. Und? Was ist, wenn der jemanden da behält? Gar nicht. Das ist ja perfekt, wenn sie nicht mit ihm alleine sein möchte, dann ist sie genau richtig. Wichtigsten, inspirierendsten und stärksten Menschen in meinem Leben ist meine Zwillingsschwester Charlene. Charlene oder Charlie? Charlene. Okay, Charlene, kann ich mir eh nicht merken. Und mit der wird jetzt ein bisschen Basketball gespielt. Das war vielleicht ein geiles Spiel. Es ist schön, wenn man die Familie kennenlernt, weil da sieht man wirklich, also aus was für eine Kultur, ne, Familienkultur kommt er. Alyssa darf als erstes zum Einzelgespräch. Ich habe dann auch eigentlich erstmal gedacht, ich werde nie wieder heiraten, ich werde auch nie wieder in eine Beziehung eingehen. Aber es ist jetzt genug Zeit vergangen, wo ich mich jetzt dafür wieder öffnen wollte. Irgendwie geht es mir bei Alyssa ein bisschen zu viel darum, dass sie ja so ready jetzt ist. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber wenn jemand das sehr, sehr oft betont, dann nimmt das so ein bisschen die Kredibilität davon. Ich hatte da jetzt halt nicht so das Gefühl, dass es jemand ist, wo David dann vielleicht mal mit nach Hause bringt. So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ja. Ich war die Erste, die ausgestiegen ist. Dein erster Eindruck? Attraktiv und vor allen Dingen dieses Positive einfach. Tammy hat alles beim Basketball gegeben und ist dementsprechend durchgeschwitzt. Ich will schon einfach alles weh, weil das so anstrengend war. Ja, er ist schon sehr tiefgründig. Das muss man ihm lassen. Also, die ganze Meditation, ja, die er macht. Ja, das Journaling. Leute, eigentlich sind doch Alyssa und dann David ein Perfect Match. Die können ja beide journalen, meditieren, in ihr Dankbarkeitstagebuch schreiben. Das ist eine Spiritualität im Raum. Das war schon krass, also nicht unbedingt krass positiv jetzt. Aber es ist, ich will es nicht leugnen, es ist schwierig. Nee, nix ist so ehrlich. Ja. Also ich habe leider viel zu wenig Zeit mit ihm, ja. Weil genau das der Punkt ist, dass man den Menschen eben selbst noch nicht so gut kennt. Die kennt bald die Schwester besser als ihn. Ich bin voll der Beziehungsmensch. Meine letzten beiden Beziehungen waren nicht sehr schön für mich. Ich bin durch sehr viele Tiefen gegangen, anstatt durch Höhen. Rebecca fällt direkt mit der Tür ins Haus. Attacke. Aber wenn ihr das wichtig ist, darüber zu sprechen, ist das natürlich der Raum. Und so deine Ziele oder deine Wünsche so für die nächsten, keine Ahnung, 3, 4 Jahre, wo siehst du dich da so? Kinder. Irgendwie finde ich das ein bisschen belastend, dass das Kinderthema so groß ist. Also so doll. Irgendwie auch verständlich. Und guck mal, ich habe eine Familie und ein Kind und finde es trotzdem belastend, dass sich jemand anders schon so Druck und so viel Gedanken darüber macht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man eine Person ist, die das noch nicht hat. Dann muss ja der Druck noch viel höher sein, gerade durch solche Sendungen, dass man sich denkt, oh mein Gott, es muss jetzt in 3 Jahren passieren. Now or never. Kinder. Ich wünsche mir, seitdem ich klein bin, Zwillinge. Oh Gott, good luck. Naja, die Wahrscheinlichkeit, wenn man Zwillinge in der Familie hat, die ist ja relativ hoch, dass da noch weitere kommen. Sie hat mich sehr überrascht, weil sie einfach sehr, sehr direkt und sehr offen ist und kam mir einfach als eine sehr starke Persönlichkeit, so eine starke Frau rüber. Das heißt, Charlene ist schon mal von Rebecca begeistert. Wurde er dann halt mit Krebs diagnostiziert. Und das hat uns dann halt quasi nochmal, es war halt so ein Reality-Check für uns, dass wir uns halt nicht immer haben. Xenia und Utze sind jetzt im Dreiergespräch. Das ist uns halt als Familie auch mit meiner Mama und meiner Schwester, dass es uns alle einfach nochmal näher zusammengebracht hat. Aber voll schön, dass ihr so eine enge Bindung habt zu meiner Schwester. Ist halt wirklich auch der allerwichtigste Mensch für mich. Fand ich irgendwie auch schwierig oder spannend oder auch so ein bisschen bezeichnend für die Sendung, dass es
geht halt so darum, dass sie gerade so erzählt, dass sie Krebs hat und mit der Familie. Und dann ist es direkt so, danke, und ich habe auch eine Schwester und ich verstehe mich auch richtig gut. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist halt dem geschuldet, dass die so wenig Zeit haben und so schnell irgendwie aus sich rauskommen müssen und alles teilen müssen, dass dann so Gespräche entstehen, die komplett komisch sind, weil sie irgendwie empathielos wirken, auch wenn sie das nicht sind, sondern einfach der Kürze der Zeit geschuldet ist. Man muss so alles so rauskotzen, was man erlebt hat, was man fühlt. Ich muss kotzen. Um irgendwie einen Eindruck hinterlassen zu können, aber dazu später noch mehr. Es war schon sehr, sehr schön zu hören, dass sie da wirklich so positiv über ihn gesprochen hat. War schon echt schön. Soll sie ihn jetzt durch den Dreck ziehen? Das würden eine echte Geschwister machen eigentlich. Echte Geschwister. Ich glaube, ich habe schon so vom Bauchgefühl, habe ich schon so zwei Favoriten. Wer ist das wohl? Die Angelina ist schon einer meiner Top 2. Sorry, ich kenne nur eine Utze. Dass sie da wirklich auch so Angelina, mit der ich gefühlt irgendwo am weitesten bin, auch wenn ich mit ihr nicht die meiste Zeit verbracht habe, von allen Girls, die heute dabei waren. Es waren, ja, Volltreffer. Ich glaube, dass Angelina gewinnt. Mein Motto ist und bleibt, die Ersten werden die Letzten sein. Genau, und dann kommen wir ja zu Rebecca. Ich würde einen von den beiden mit dir aufs Einzeldate schicken. Ich sag, Rebecca kommt noch so unter die Top 4 und dann fliegt die, kommt nicht unter die Top 3. Und Top 3 sind für mich Angelina, Lisa M. und Chiara. In der Villa wird dann kurz erzählt, was auf dem Date passiert ist. Es war seine Schwester. Nein! Sie ist Ex-Zwillingsschwester, sie ist extra eingeflogen, sie fliegt morgen wieder weg. Das war echt ein kurzer Trip, oder? Also mit meiner Familie kennenlernen, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Die Lisa ist manchmal so funny, oder? Ja, ich habe da jetzt gar keinen Bock, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, muss sie sich echt anstrengen. Gut, los geht's zum Einzeldate mit Rebecca. Die darf nämlich noch ein bisschen länger bleiben. Hat sich auch einfach absolut richtig angefühlt, so dieses Einzeldate heute mit ihr zu haben. Und das hat nämlich die Schwester, die Zwillingsschwester, für ihn ausgewählt. Was ich halt richtig, richtig schön finde bei dir, ich habe einfach ein gutes Gefühl. Ich merke so, okay, du willst mich auch wirklich kennenlernen, so. Und es geht um mich und das mag ich. Mein Lieblingsthema bin ich. Was wünschst du dir denn von dem Partner? Was ist dir denn wichtig? Ein riesengroßer. Einfach, dass wir uns super verstehen, dass wir Gemeinsamkeiten haben, dass wir die gleichen Ziele haben, dass wir eine Familie aufbauen können. Ja, das klingt ja super. Diese ganzen normalen Sachen, ich erwarte jetzt nicht irgendwie so, dass er mich finanziell unterstützen muss oder sonstiges. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, mein Partner muss so und so viel Geld verdienen. Ist mir so scheißegal. Das gibt's. Kennt ihr so jemanden? Seid ihr so jemand? Der nächste Partner soll mein Mann werden. Ich möchte einfach keine Zeit mehr verplempern. Ich möchte Kinder kriegen und ich habe mir, das habe ich auch von deiner Schwester gesagt, so wenn bis 30 nichts passiert, dann ist für mich noch zu schön. Puh. Boah, den Druck, den man sich damit auch selber macht. Puh. Ich glaube, wir würden uns in vielen Situationen sehr gut ergänzen. Ja, ich glaube, es würde schon gut matchen. Gucken wir mal, oder? Was? Was denkst du? Er ist jetzt ganz entspannt, vermeintlich, und sie ist ein absolutes nervliches Wrack. Ich merke. Ja. Ja, ich würde schon sagen, dass da so ein bisschen geknistert hat. Fuego, sage ich gerne. Sie ist auf jeden Fall wahnsinnig nervös. Offensichtlich war Rebecca auch gegen Ende hin dann schon ziemlich nervös. Darf ich noch was haben? Ja, klar. Und betrinkt sich dann einfach mal. Ist ja richtig aufgeregt. Bisschen. Anstatt ihr die Aufregung so zu nehmen. Also ich meine, wenn man etwas anspricht, dann hilft es ja oft, das schon mal so ein bisschen weniger zu machen. Aber so richtig funktioniert es bei ihr nicht. Hätte man ihr dann auch einfach mit einem Kuss vielleicht die Aufregung nehmen können. Hat er aber nicht gemacht, weil... Ey, wie viele Gläser immer kaputt gehen in der Nacht der Rosen. Das ist nicht mehr normal. Also wirklich, dieses Thema. Ich finde seinen Blick hier irgendwie komisch. Weil ich finde es irgendwie unnötig, dass er sie so ein bisschen auflaufen lässt. Mit armen Mäuschen, so weißt du. Oh. Dann ging es irgendwie auf ein komplett anderes Thema. Aber das ist hängen geblieben in diesem Band. Ich habe mich dann auch entschuldigt. Also man merkt, da liegt ein Kuss in der Luft. Sie ist aber irgendwie, weiß ich nicht, verunsichert. Und er schafft es auch nicht, ihr diese Unsicherheit zu nehmen. Also ich hätte mir schon sehr einen Kuss gewünscht. Er hat mich auch immer so gedrückt und ich habe ihn gedrückt. Und für mich war das halt so ein Zeichen, so komm doch. Sie wartet aber, dass er den nächsten Move macht. Das ist aber nicht passiert. Am nächsten Tag ist aber jetzt nochmal das Thema von letzter Woche dran. Möchte Chiara Bachelorette werden? Ich bekomme irgendwie immer mit zu hören, hier sind Mädels drin, die es nicht ernst meinen. So, wer ist es denn jetzt? Aber Rebecca, jetzt einmal Butter bei die Fische. Bist du zu jemandem gegangen in der Nacht der Rosen und hast gesagt, Chiara ist nur hier, um Bachelorette zu werden? Nee, Rebecca war es nicht. Nein, ich habe nicht gesagt, Chiara ist hier. Ich habe gesagt,
Es wird vermunkelt, dass Chiara hier ist, um Bachelorette zu werden. Okay, wieso kommst du nicht zu mir, fragst mich. Es wird vermunkelt. Das ist mein Spruch. Aber wenn, dann war das ja bei der Nacht der Rose und nicht mal hier drinnen. Und ich kann mich nicht, dann sag mir, wie ich das gesagt habe. Du kannst es ja offen sagen. Gesagt. Ich erinnere mich, dass Alyssa das eigentlich gesagt hat, Leute. Ich weiß, dass ich da war und es wurde thematisiert. Wir sind Frauen, da wird immer gebabbelt, bis es von A bei Z ankommt und es ist ein riesen Tamtam. Ja, so sorry, schwache Leistung. Was sagt denn Chiara zu den Anschuldigungen? Das sage ich jetzt einmal und ich meine es so, wie ich es sage. Ich habe mich vor 2 Jahren bei der Bachelorette beworben. Ich wurde dann nicht genommen. Ich finde es lustig, dass Layla die ganze Zeit reingeschnitten wird. Ich habe keine Ahnung warum, aber sie ist wie so eine stille Detektivin. Siehst du, jetzt hast du das einmal so gesagt. Nee. Das habe ich da genau so gesagt. Und andere Leute haben das, was sie daraus ziehen wollten, da rausgezogen und hier irgendwelchen Schmand erzählt. Und da gehöre ich dazu. Ich habe diese Info genommen. Aber diese Info, dass sie das schon in der Gruppe selber gesagt hat, die wurde mir vorenthalten. Das möchte ich hier mal ganz kurz klarstellen. Du hättest auch zu mir kommen können, weißt du? Nee, sorry. Also, das ist falsch. Du hast irgendwas aufgeschnappt und bist zu anderen Leuten damit gegangen. Jetzt wird hier mal Klartext geredet. Ich muss nicht Leuten hinterherlaufen, die vor mir Kacke streuen. Sie hat ein bisschen recht, ne? Ich find's halt echt traurig zu sehen, dass er halt seinen Hauptfokus auf jemanden setzt, bei dem alle anderen in der Villa einfach ein komisches Bauchgefühl haben. Gut, das Bauchgefühl bleibt komisch bei Chiara. Detektivin Layla ist nicht überzeugt. Thanks. Dann kommt die Nacht der Rosen und Giovanna spricht David direkt an. Ich mag dich richtig gerne. Meine Sensoren gehen an. Ja. aber irgendwie habe ich für mich gemerkt, dass ich gar nicht mehr so enttäuscht war, wenn ich die Dates nicht bekommen habe. Ich habe für mich auch gemerkt, dass es nicht passt. Am Ende ist es das Beste für beide Seiten. Und da finde ich schön, dass wir dann auch da so ein gutes Gespräch noch haben führen können. Was ist denn aber jetzt mit der ganzen Layla-Chiara-Geschichte noch los? Also eine Sache ist mir aufgefallen. Du musst es ihnen nicht recht machen, du musst es dir jetzt recht machen. Genau. Dass viele schon so eine gewisse Angst vor Chiara haben. Sie hat ja auch den Namen Chefin. Und die Chefin, die sagt der Tammy jetzt, du musst jetzt hier weitermachen. Sie zieht schon die Strippen in der Villa. Jetzt hörst du auf dich. Und mich kotzt es wirklich an. Gut, also Layla und der Schnitt sind sich sicher, Chiara ist hier der Bösewicht. Davor habe ich voll Angst. Ja, aber er will hier seine wahre Liebe finden. Und wenn du für dich abwägen kannst, dass du es nicht bist. Eben, das weiß er zu schätzen. Das auch eben, weiter. Das bringt ihn gar nicht. Und bringt weiter und näher zu mir. Hast du mich eigentlich davon gekannt? Ehrlich? Ich glaube, ich kenne dich von Insta, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folge. Okay. Gut, Nadine. Ich habe mich gefreut, dass wir nochmal gequatscht haben. Ja, mich auch. Ich weiß nicht, ob das mit dem, dass sie ihm nicht folgt, jetzt positiv oder negativ war. Aber ich sag mal so, lange bleibt die nicht in der Villa. Ich hätte halt niemals gedacht, dass die Zeit so wenig ist. Ne? So wenig ist. Ja, das muss ich auch sagen. Wie meinst du das, Tammy? Ja, es ist so. Es reicht, um 90 Minuten zu füllen und das jede Woche. Und viel passiert trotzdem nicht. Dieser Blick. Ja, ich bin traurig. Ich dachte, ich habe hier nur Spaß. Dachte ich auch. Und bin nur am Lachen. Ja. Ach, die Chiara. Aber wisst ihr, die ist auch eine sehr emotionale Person. Aber ich will nicht weinen, weil das ist nicht mein Abschied. Aber fällt mir schwer. Ich gehe noch lange nicht, Leute. Ich muss mich beruhigen, ehrlich. Gut, was in der letzten Folge so krass aufgebauscht wurde, wir dachten, das ist ein richtiges Drama, es geht einfach nur darum, dass sie traurig ist, dass andere Frauen die Villa verlassen. Ist ja auch nett von ihr, so empathisch und mitfühlend zu sein, aber wir haben ja auch ein bisschen mehr erwartet. Ich fühle es halt einfach nicht so auf Schwanz. Gut, die nächste geht. Sind alle hier, um Liebe zu finden und wenn jemand schon frühzeitig erkennt, dass es das nicht ist, dann kann man da auch eine Entscheidung für sich frühzeitig treffen. Das sind 2 Frauen an einem Tag. Ich frage mich, geht noch jemand? Ich glaube einfach, er ist es nicht für mich und ich bin es nicht für ihn. Und ich will meine Zeit nicht verschwenden und seine auch nicht. Das nächste Gespräch steht an. Danke, dass du mich hier hochgebracht hast. Ja, und schön. Ich habe Bock, den Moment noch ein bisschen schöner zu machen. Wie denn? Was passiert jetzt? Ich mache dir keinen Antrag, aber für jetzt. Ich möchte, dass du diese Rose annimmst. Ich möchte das auch. Ja. Alyssa bekommt eine Rose, um ihr mal ein gutes Gefühl zu geben und einfach auch als Danke für die viele Dankbarkeit, die sie mit an den Tag legt. Dankeschön. Also ich bin wahnsinnig begeistert von Alyssas Entwicklung. Good for her, oder? Ich habe ja schon zuvor
gedacht, dass wir dieses Einzeldate mit einer gewissen Spannung verlassen. Und deswegen schnappt er sich jetzt nochmal Rebecca, die sich auch irgendwie verletzt hat, und trägt sie sogar die Treppen hoch. Ich habe mich gefühlt wie eine Königin. Diese Spannung ist auf jeden Fall immer noch da. Und das nutzt er nochmal aus. Ja, wie hast du das empfunden? Sehr schön. Ja? Ja. Hat was gefehlt oder hat gepasst? Sie sofort auch so irgendwie so unsicher. Ist irgendwie auch nicht so ein superes Zeichen, oder? Wenn man so plötzlich so ganz klein wird, weiß ich nicht. Vielleicht hat was gefehlt. Was hat gefehlt? Du weißt es doch selber. Ja, aber was hat denn gefehlt? Bisschen fummeln oder so. Wie er so auf dumm macht. I don't know. Er spielt mir da seine Macht ein bisschen zu sehr aus. Okay, ich glaube, es hat ein Kuss gefehlt. Ja? Hätte gepasst, gell? Ja. Ja, fand ich auch irgendwie. Irgendwie ganz komisch. Irgendwie lustig und irgendwie auch ganz komisch. Mein Herz. Du genießt es gerade richtig, wie aufgeregt du bist. Mein Herz. Kannst gerade gar nicht damit umgehen. Nein, kann ich auch kannst nicht. Auch nicht. Warum würde man das so genießen? Das würde sich sofort auf mich übertragen und ich würde auch sofort sehr aufgeregt sein. Puh, geschafft. Wird ja auch Zeit, ich pimmel hier seit einer Woche rum. Jetzt Abend komplett, oder? Ja. Irgendwie ganz, ganz komisch. Er ist, hat mir gerade ein bisschen zu viel Macht und sie ein bisschen zu wenig. Aber warum bist du so süß? Auch noch eine Rose. Ich höre das wirklich ein Traum an. Aber sag's niemandem. Nein, was? Dass ich ein Traum an bin. Ach so, nein. Sonst wird's schwierig. Das ist ja mein Traum, Mann. Sonst bekommen auch alle anderen eine Rose, bis auf... Colleen. Das ist mir wirklich ungelogen. Nee, schau mich an, es ist mir wirklich extrem schwer gefallen heute. Ich hoffe, sie folgt ihm weiterhin nicht auf Instagram. So wie die 1,5 Millionen ZuschauerInnen. Alles gut, wenn der Funke nicht überspringt, dann... Ich wünsche dir von Herzen. Und dann schauen wir mal Folge 6 an. Heute würde ich euch gerne in eure persönliche Geschichte eintauchen. Oh ja! Und dafür lädt er Chiara, Angelina und Alissa ein. Latzhosen! Latzlissa! Latzlissa, Hutlissa, Malissa, Datelissa. Nein, Lissa. Liebe Lissa. Pussy Lissa. Dave Lissa. Und was darf aufgeregte Lissa heute machen? Die Ladies werden heute künstlerisch aktiv und bereiten eine kleine Vernissage für mich vor. Vernissage. Ihr werdet quasi euren eigenen Lebensbaum kreieren. Wow, cool. Echt cool. Na? Jede der Frauen wird heute ihren Lebensbaum visuell darstellen, dass ich einfach so mal ganz anders eine Übersicht darüber bekomme, was ihnen wichtig ist im Leben, wo sie herkommen, was sie auch zu der Frau gemacht hat, quasi, die sie heute ist. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so auf dem zweiten bis dritten Date mit einer neuen Person in eurem Leben und müsst direkt mal einen Seelenstriptease hinlegen. Es sind ja schon in den letzten Folgen so und eben heute auch nochmal ganz deutlich, dass es immer wieder Aufgaben gibt oder Gespräche gibt, wo man sich direkt nackig machen muss. Und ich finde die Vorstellung davon, dass man irgendwie auf ein Date geht und jemanden ganz neu kennenlernt und direkt quasi eine Therapiestunde macht, sehr weird und sehr komisch. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Kunst und ich passt nicht so richtig zusammen. Also ich kann schon Van Gogh von einem Picasso unterscheiden. Ist jetzt aber nicht mein Interessenschwerpunkt. Ich, wenn ich auf so ein Date gehen müsste. Ich glaube, das ist Therapie für mich, ohne Mist. Ich finde es auch richtig cool. Ich habe so viel Spaß. Was die letzten 3 Jahre ich mit Psychologen alles so durchgesprochen habe, ich glaube, das hätte ich einfach nur mit so einem Baum machen können. Sag ich doch, es ist eine Art von Therapie, auch wie Alissa da rumhandwerkt. Das ist, man sieht, da kommt was hervor. Mir ist heute vor allem sehr wichtig, viel über die Vergangenheit der Mädels zu erfahren. Ich möchte auch beim dritten Date alles wissen. Und die Vergangenheit mir einfach noch mal ein bisschen mehr darüber verrät, wer die Mädels wirklich sind. Das stimmt ja auch, aber ist das nicht etwas, was man ja auch, umso länger man jemanden kennenlernt, dass die Person sich immer wohler fühlt, immer mehr öffnen kann und man auch über schwierige Themen sprechen kann? Ich finde, es ein bisschen diese erzwungene Emotionalität, die ja da passiert, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen too much. Ich habe mit Frauen hier schon viel mehr Zeit verbracht und viel mehr geredet und mit denen ist die Bindung nicht so stark wie zu Angelina. Und ich bin da natürlich super neugierig zu sehen, was da dahinter steckt. Ich auch, mega. So viele die Dinge, die du sagst, ne, und die du auch letztens gesagt hast, da habe ich mir gedacht, redest du gerade oder rede ich? Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Nee, wirklich. Nee, also wirklich, ich auch. Ja, natürlich hat sie sich das auch gedacht, weil er sich das gedacht hat. Die denken ja das Gleiche. Ich würde gerne was auslösen. Mhm. Ist das okay? Ja, klar. Ich entscheide, wann ich es wieder will. Okay. Okay? Klar, du entscheidest sowieso hier alles. Du bist ja Bachelor. Hey, ich bin der Bachelor.
Es gab Momente, da habe ich Anjuna einer meiner Ringe zugesteckt, weil es sich in dem Moment einfach danach angefühlt hat, dass ich ihr was, einen Teil von mir geben wollte und einfach auch, dass sie weiß, dass ich sie gerne habe. Meine Ringe sind auch zum einen ein Teil von mir, aber ist ja ganz süß. Der erste Ring wurde schon vergeben. Dann ist aber Alyssa dran. Das Gespräch, das du mit meiner Schwester geführt hattest, gell? Ja. Wie war es denn für dich? Es ist, mit einer fremden Person direkt über meine Scheidung zu sprechen, das ist mein liebstes Gespräch. Es war schon komisch, weil irgendwie so dieses ganze Kindergespräch für mich ist auch schwer. Noch besser. Weil ich schon mal schwanger war und ich habe ein Kind verloren. Auch ich habe ja letztens darüber gesprochen, dass ich 2 Fehlgeburten in den letzten 12 Monaten hatte und kann nachvollziehen, wie schwierig das ist. Aber ich habe lange Zeit gebraucht, um mich darüber zu entscheiden, mit jemandem darüber zu sprechen. Und man kann natürlich so viel und so wenig darüber sprechen, wie man möchte. Ich weiß nicht, ich finde einfach, das ist so, das erinnert mich alles so an DSDS und an diese ganzen Formate, wo man immer sofort alle seine schlimmsten Sachen, die einem passiert sind, auspacken müssen, um irgendwie Sendezeit zu bekommen, um irgendwie interessant zu sein, um irgendwie im Gedächtnis zu bleiben. So läuft doch nicht das Leben. Das ist halt schon was Schweres, wenn man das irgendwie so durchmacht. Ich habe wirklich gedacht, so die Alyssa, die halt es früher gab, gibt es jetzt gar nicht mehr. Aber wir haben ja auch gesehen, die gibt es noch. Ich bin jetzt sozusagen in einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich überhaupt nichts habe, was ich haben wollte. Aber ich war noch nie glücklicher und ich war noch nie mehr zufrieden. Und also ich könnte jetzt einfach so weitermachen. Und das ist ja auch toll, dass sie hier so eine kleine Heldinnenreise durchmacht. Ich glaube, dass es wirklich eines der prägendsten Schicksalsschläge für Alyssa auf jeden Fall ist in ihrem Leben. Und es ist an der Stelle natürlich ein Privileg für mich, dass sie sich da so öffnet. Das ist es voll, aber die Frage ist, will man sich wirklich jedem so öffnen und solche emotionalen Einblicke geben? Oder wird es hier auch so ein bisschen erwartet? Das finde ich halt immer dann so eine schwierige Erwartungshaltung. Angelina und Chiara stellen dann auch ihren Lebensbaum vor, erzählen, dass sie auch diverse Schicksalsschläge erlebt haben. Utze wurden wegen ihrer hohen Stirn gemobbt. Ich kann nur ein Lied drüber singen. Chiara erzählt, dass, glaube ich, sie irgendwie auch ein Todesfall in der Familie hatte. All diese Sachen passieren im Leben und ich will die 0,0 kleinreden, weil für jeden sind auch andere Sachen traumatisch und schwierig und müssen noch verarbeitet werden und so weiter und so fort. Aber ich finde einfach dieses Prinzip von, man lernt jemanden ganz frisch kennen und muss dann direkt so einen Seelenstriptease hinlegen, einfach schwierig. Wenn man mal drüber nachdenkt, ja, es ist ja gut und wichtig, dass man mit seinem Partner oder seiner Partnerin über alles reden kann. So eine schwierige Vergangenheit, die schafft ja auch Nähe, Vertrauen, Verbundenheit, man fühlt sich dann vielleicht sicher bei der Person. Aber wenn man jetzt das mal ganz hart sagen möchte, eine schlimme Vergangenheit ist ja nicht der Grund, warum man mit jemandem zusammenkommt. Und gerade in der Kennenlernphase geht es ja darum herauszufinden, warum man gut zueinander passt, wo man harmoniert, was einen an dem anderen interessiert. Und wenn das dann irgendwie das schwere Schicksal ist, um dann irgendwie zu versuchen, eine Person wieder ganz zu machen oder irgendwie zu heilen oder so, das ist ja ein ganz, ganz schwieriger Startpunkt für eine Beziehung. Also hier wird so ein bisschen so dargestellt, dass die Vergangenheit alles ist, warum man mit jemandem zusammenkommt. Und nur wenn man da alles weiß, kann man sich überhaupt für oder gegen jemanden entscheiden. Da gehe ich aber überhaupt nicht mit. Und in so einer Sendung ist es halt irgendwie auch immer nur dazu da, um eine Sendung zu füllen, um Emotionen zu erzeugen, künstlich oder nicht künstlich. Und außerdem ist es dann irgendwie oft ein vermeintliches Qualitätsmerkmal. Wer kann sich schnell öffnen? Wer braucht länger? Und das ist ja dann auch irgendwie schlechter. Also nicht zu schnell, aber auch nicht zu wenig und so weiter und so fort. Und gerade haben wir ja auch erfahren, dass die Leute so wenig Zeit mit ihm haben und unter diesem Aspekt sich dann noch möglichst schnell zu öffnen, das funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht. Und Themen, die ich viel wichtiger finde, wie zum Beispiel, welche Sternzeichen sind überhaupt die ganzen Leute? Willst du mich verarschen? Ja. Oder zum Beispiel sowas wie eine politische Gesinnung oder Interessen, Hobbys, Alltag, das findet dann irgendwie gar nicht statt. Vielleicht ist das nämlich dann auch ein Grund für die schlechten Einschaltquoten. Es ist ein komplett unnatürliches Kennenlernen. Die dramatischen Sachen sind irgendwie immer die gleichen und mehr oder weniger ersetzbar. Ich meine, jeder von uns hat Schicksalsschläge erlebt. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und dieses Zusammenkommen von Bachelor- und KandidatInnen ist in keinster Weise natürlich. Es ist ja alles vorgegeben, es ist sehr wenig Zeit. Es ist im Endeffekt total konstruiert und irgendwie auch nichtssagend. Chiara darf dann noch länger beim Bachelor bleiben. Also ich gönne es jeder, aber ich hätte es Alyssa wirklich mehr gegönnt, weil sie hatte noch nicht die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und Chiara hatte schon die ein oder anderen Dates. Und Chiara ist halt nicht die beliebteste der Villa. Da wird heute selbst was passieren. Gut, das sind die, die gegen Chiara sind. Ich finde das gar nicht schlimm, dass ihr euch nicht geküsst habt. Dafür geht es vielleicht auch noch einen anderen Moment und so, weißt du? Die wissen ja noch nichts davon.
Irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht, weil die das nicht wissen. Ist egal. Ich muss euch was sagen. Alle so, was passiert? Geht sie? Was passiert da gerade? Oh, mein Herz schlägt gerade so schnell. Okay, erzähl. Ihr dürft auf gar keinen Fall auf mich sauer sein oder sonstiges. Ja. Okay, auf gar keinen Fall. So. Und zwar erzählt sie jetzt, dass sie geknutscht haben. Wir haben uns da oben geküsst. Weil ihr auch wichtig ist, dass es dann nicht ist, dass der zweite Kuss dann vielleicht mit Chiara fällt. Also Lisa hatte ja schon einen Kuss, sondern dass sie der zweite Kuss war. Chiara denkt jetzt, dass sie die zweite wahrscheinlich ist, aber sie ist halt an die dritte Person. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil das ist krass. Aber küsst Chiara überhaupt? Ich merke einfach, dass ich mit Chiara wahnsinnig weit bin. Gerade durch unsere ersten beiden Dates quasi, wo wir uns einfach schon so nah gekommen sind. Dann weinen die beiden, weil sie eben gewisse Schicksalsschläge miteinander teilen. Also meine Schwester hatte Knochenkrebs. Mhm. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte echt die gleiche Situation. Es ist alles sehr emotional. Wenn ihr es ganz gucken wollt, müsst ihr da bei RTL reingucken. Und am nächsten Tag lädt der Bachelor gleich 5 Frauen zu einem Krokodil-Date ein. Da ist was, guck mal. Oh. Da drin. Oha, ja. Layla bekommt dann noch ein kleines Einzelgespräch. Da ist sie wieder. Ja. Wenn ich in seiner Nähe bin, bin ich einfach überhaupt nicht ich selbst. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Was mir vorher aufgefallen ist, vielleicht war es auch, weil ihr in der Nacht aufgestanden seid, aber heute bist du ungeschminkt. Ja. Ist super. Echt? Mhm, voll. Mhm. Okay, also zum einen ist es nicht das erste Mal, dass sie ungeschminkt ist. Zum anderen bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie zu 100% ungeschminkt ist. Und zum dritten immer dieses, Frauen sind besser, wenn sie geschminkt oder nicht geschminkt oder blablabla. Ich kann das nicht mehr hören. Bitte hört auf, uns nach unseren, wie viel wir uns schminken oder wie viel wir uns nicht schminken, zu bewerten. Kein Bock. I'm freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Ja. Ja. Ja, spannend. Da war es ja dann komplett vorbei für mich. So, super viel ist nicht drei rumgekommen. Ja, aber da hat ja dieses Gespräch jetzt auch gerade nichts gebracht eigentlich. Weil wir haben jetzt wieder nur über das geredet, worüber wir immer reden. Stimme ich dir voll zu. Aber wenigstens kann sie das aussprechen und so den Finger drauf halten. Das ist sehr gut. Wenn ich dann mit Layla ein drittes Mal das Gespräch führe über denselben Inhalt, der kein Inhalt ist, dann ist das natürlich irgendwo Zeit, die vielleicht besser verwendet werden könnte. Und zwar vielleicht mit einem Gespräch mit Yolanda. Wie fühlst du dich so nach unserem Einzeldate? Und bei Yolanda, ich finde, sie ist wahnsinnig aufgesetzt, wenn sie beim Bachelor ist. Gut. Ja? Ja. Einfach gut? Ja. Was geht dir so durch den Kopf? Ich kann das nicht. Sorry, aber das ist für mich... Das ist für mich ein Schauspiel. Das ist für mich so, als ob ihr jemand vor ein paar Jahren gesagt hat, so, ey, Yolanda, deine laute Art, das kommt bei Männern überhaupt nicht gut an. Versuch doch mal so ein bisschen schüchterner und so ein bisschen so verlegener zu sein. Das lieben die Männer. Und jetzt ist sie... Und ich hasse es, weil es unnatürlich ist und weil es scheiße ist. Wenn dich ein Mann nicht so mag, wie du bist, dann ist er nicht der Richtige. Das ist so witzig, wie du eine ganz andere... ganz anders jetzt auch sprichst. Ja. Also so ein bisschen... Sehr, sehr unheimlich. Ja, ich merke schon. Und er spricht es sogar an und er kennt es auch. Ganz krasser Kontrast, weil wir erst in der Gruppe waren und Yolanda, wie halt Yolanda ist, sehr präsent. Interessant, oder? Dass es ihm auch direkt auffällt. Eine ganz interessante Sache. Und dann im Einzelgespräch, dann war sie wieder so ein bisschen so zurückhaltender, ein bisschen so wieder girly-mäßiger. Und die Frage ist, gefällt ihm das oder findet er es auch weird, dass sie sich so anpasst? Ist Typ Chamäleon. Man muss eigentlich so sein, wie man will und wie man kann. Dann, weißt du, kann ich dich ja auch für das sehen. Und beide können entscheiden, okay, ist das was oder nicht. Ja. Ansonsten bringt es ja gar nichts. Ich habe das Gefühl, sie hört ihm gar nicht zu. Aber das ist doch, was ich gesagt habe. Entweder der Mann nimmt dich so, du bist, oder halt nicht. Das ist wirklich so eine Situation, wo ich wirklich einfach jetzt auf mein Bauchgefühl hören muss, weil mein Kopf wird mich da nicht weiterbringen. Gucken wir mal, was das Bauchgefühl sagt, oder? Oh mein Gott. Hunger vor allem. Dann war ich so, okay, Layla, du wirst jetzt noch mal mit ihm reden. Aber dann kam er mir zuvor. Na, perfekt eigentlich. Ich wollte nur hier ganz kurz noch mal reden. Vorhin. Er findet sie sehr gut, ne? Er kann es nicht lassen, auch wenn irgendwie nichts bei rumkommt, er will ihm immer noch eine Chance geben. Ich habe gerade einen richtigen Mental Breakdown. Oh, warum bist du hier, oder was? Ja. Oh nein. Meint ihr, Layla bleibt noch lange dabei? Muss ich nochmal meine Top 3 ändern? Weiß ich nicht. Und du sagst mir auch, woran es liegt so, ne? Und deswegen nehme ich dich auch gerne 10-mal in den Arm, damit du mal ein bisschen locker bist. Hör doch mal locker! Nee, ich habe eine bessere Idee. Also wir stellen uns einfach jetzt neu vor. Ich bin Layla, hi, 26 David. Aus Frankfurt. Ja. Ah, kenne ich. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Ja, bei ihr ist es übrigens kein Thema, dass sie schon mal bei irgendeiner Fernsehsendung dabei war, ne? Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Ja, Jetti, was sagt dir dein Gefühl? Ich weiß, dass ich die Zeit
mit dir zu zweit sehr genieße. Ja, die gibt's ja auch noch. Aber nee, irgendwann wird es nicht reichen, glaube ich. Ich bin jetzt in der Phase, wo ich so mein Kopf gar nicht mehr so viel zu melden hat, weißt du? Da liegt sowas von ein Kuss in der Luft. Ich verstehe nicht, warum die sich da nicht geküsst haben. Ich glaube, wenn da ein Kuss gefallen wäre, da hätte sie noch mal von hinten das Feld aufrollen können, aber sonst nicht. Verkackt. Ja, das ist schon mal eine schöne Sache. Ich genieße es sehr. Aber er hält sich da auch sehr zurück. Ne? Ich glaube, manche andere Bachelor hätten da schon so jetzt so 4-5 Küsse. Er wartet da schon auf sehr eindeutige Signale. Ja, wir haben heute auch mal ein Händchen gehabt. Wow. Der Lackenkuss in der Luft, ich sag's euch. Haben wir dann direkt losgelegt mit Karaoke. Gut, das spare ich euch auch. Am nächsten Tag gibt's dann natürlich die Rosenvergabe, aber vorher noch eine Poolparty. Ob ich jetzt eine Jeans und eine Winterjacke anhabe oder den knappesten Bikini ever, verändert nichts an meiner Ausstrahlung. Aber trotzdem ist es natürlich ein wertvolles Bild für eine TV-Show. Müssen wir uns bedanken bei ihr für diese wertvollen Bilder? Ja. Muss ich sagen, mein Dankbarkeits... Heute bin ich dankbar dafür, dass Chiara sich im Bikini gezeigt hat. Sitzen alle da drüben. Wir haben Angst vor mir. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du eine Ansage gemacht? Hä? Sie ist ja die Chefin. Nee, so, hey. Die haben immer Respekt vor mir. Hey. Ich weiß nicht, warum. Ja, du bist so ein bisschen Alpha. Ja, ich bin aber Sigma. Gibt Schlimmeres als kühle Drinks, leicht bekleidete Frauen und der Hahn im Korb zu sein. Da ist der erste Macho-Spruch. Er hat lange auf sich warten lassen, aber wir haben ihn. Halleluja. Also es war auf jeden Fall eine coole Party, aber so ganz entspannt ist es mittlerweile halt einfach nicht mehr. Da fehlt mir auch Batida de Coco. Mir geht's schon seit ein paar Tagen nicht so gut. Und dann ist es halt schwer, wenn man sagt, ja, es ist jetzt Poolparty und du siehst einen David, dann willst du halt immer da, Sie ist einfach besoffen und verheult. Das war mein Status mit 23, besoffen und verheult. Also ich finde schon, dass wir eine krasse Connection haben. Und wenn ich mich in dem Gefühl täuschen würde, also dann wüsste ich halt auch nicht. Hier reicht mir schon. Ja, da knistert es natürlich weiterhin. Da ist halt Feuer, da ist halt schon Salz, da ist halt schon Würze. Wirklich so, du bist die einzige Person hier quasi noch, wo ich so voll den Frank-Katalog im Kopf habe, wo ich mir so denke, aber ich will jetzt auch nicht so irgendwo hinquetschen. Wow, die Einzige, wo er noch Fragen überhaupt hat? Ja, das ist Pech für die anderen. Er ist wirklich verliebt. Nein, halt nicht. Ja. Oh, ich finde den halt so toll. Ich weiß. Und er ist total nicht verliebt. Ja, nur. Alyssa weiß, dass sie keine Chance gegen sie hat. Man merkt halt, seine Blicke gehen immer zu ihr. Und wenn er mit ihr redet, ist er total anders, als wenn er mit irgendjemand anders redet. Ich sag, sie gewinnt. Was geht denn hier vor? Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein ganz komischer Tag heute gewesen. Und das irgendwie, das ist auch... Schwer, es ist schwer. Sie hat ja auch wirklich sehr viele Emotionen schon durchlebt, sehr viele Themen durchgekaut. Mit den Mädels ist es momentan ein bisschen hä? Und mit ihm ist es momentan ein bisschen hä? Und deswegen ist es halt ein bisschen Verstehe ich. Ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass ich hierher komme und irgendjemand kennenlernen würde, den ich vielleicht mögen könnte. Und ich glaube, das macht mir schon ein bisschen Angst, mehr als ich gedacht habe. Vor allem, weil sie sieht, wie gut er andere Frauen findet. So, jetzt war ich ehrlich und jetzt kannst du mich nach Hause schicken. Nein, warum denn? Bitte. Warum denn? Dann ist die Qual vorbei. Nein. Es tut mir auch irgendwie leid für sie, weil sie findet ihn, glaube ich, wirklich gut. Aber irgendwie zu 100% passt das halt dann doch nicht. I think it's over. So beidseitig. Aber wie gesagt, man denkt es immer, dann kommt es eh immer wieder anders. Dann gucken wir doch mal, wie es heute Abend kommt. Die Rosen werden verteilt. Manchmal haben Beziehungen einfach einen Neuanfang verdient. Da geht's natürlich an. Leila. Den Rest gibt's im Schnelldurchlauf. Angelina, Alyssa, Chiara, Lisa, Yeti, Rebecca. Alyssa darf also bleiben. Die letzte Rose des heutigen Abends geht an eine Frau, bei der ich merke, dass die Verbindung nach wie vor echt ist. Es sind noch Xenia und Yolanda übrig. Xenia hat dieses Mal irgendwie gar nicht stattgefunden, aber... Xenia. ...bekommt die letzte Rose und Yolanda geht. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war sie doch ein wenig zu aufgesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die beiden Folgen fandet, wie ihr den Bachelor findet, warum ihr den vielleicht nicht mehr guckt oder nur noch bei mir guckt oder wie auch immer. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis nächste Woche. Tschüss.